80% aller Menschen mit Behinderungen leben in Entwicklungsländern. Die meisten von ihnen sind arm, von der Gesellschaft ausgeschlossen, arbeiten allenfalls als Tagelöhner oder betteln. Bekommen behinderte Menschen genug Aufmerksamkeit, wenn die Politik über Katastrophenvorsorge und Armutsbekämpfung diskutiert? Wird ihre Situation mitbedacht, wenn es um die wichtigen Ziele für die Entwicklung unserer Welt geht? Um die neue globale Entwicklungsagenda, auch Post-2015-Agenda genannt? Ich habe da meine Zweifel. Ich bin Raul Krauthausen, Aktivist und habe Glasknochen. Ich möchte Sie mitnehmen auf eine Reise nach Bangladesch. Ich möchte Ihnen zeigen, warum es so wichtig ist, auf Menschen mit Behinderung zu achten, sie besonders zu unterstützen. Raul Krauthausen ist unterwegs in Gaibandha im Norden von Bangladesch. Die Region wird regelmäßig vom Fluss Brahmaputra überschwemmt. Wenn das passiert, muss es schnell gehen. Lebensgefährlich für körperbehinderte Menschen, die nicht schnell sein können. Eine Frau, die wir trafen, erzählte, dass sie zurückgelassen wurde, bis die Flut vorbei war. Und es war jetzt nicht irgendwie ein Tag oder so, sondern es waren 25 Tage. Und die Ängste, die sie um sie herum Wasser ausgestanden haben muss, kann man sich gar nicht vorstellen. Das war vor einigen Jahren. Heute kann die körperbehinderte Frau gerettet werden. Ihre Geschichte hat die Katastrophenvorsorge im Dorf verbessert. Es gibt jetzt eine Schule, gebaut mit Hilfe der CBM. Höher gelegen und barrierefrei zugänglich. Im Fall einer Flut dient sie als Zufluchtsort für rund 700 Menschen, mit und ohne Behinderung. In einem Dorf in der Nähe sieht Raul die 7 Jahre alte Shilpi. Das Mädchen litt an Tuberkulose. Sie konnte weder stehen noch gehen. Heute kommt einmal die Woche ein Physiotherapeut. Und Shilpi übt fleißig mit ihrem neuen Beinkorsett. Schritt für Schritt. Mädchen und Frauen mit Behinderung haben es doppelt schwer. Raul trifft Anjuara, 28. Die Gehörlose war bis vor einigen Jahren komplett von ihren Brüdern abhängig. Unterstützt von der CBM hat sie in ihrem eigenen Haus eine Näherei eingerichtet und so ein eigenes Einkommen. Sie bekommt jetzt auch Gebärdensprachunterricht der offiziellen Gebärdensprache und hat eine Ausbildung als Näherin gemacht und ist in ihrem Dorf jetzt anerkannte Näherin und verdient ihren eigenen Lebensunterhalt. Und dadurch hat sie sich viel Respekt in der Dorfgemeinschaft erarbeitet und das ist irgendwie auch Inklusion. Inklusion muss gewollt, gedacht und geplant werden. Behinderte Menschen müssen Teil der neuen globalen Entwicklungsagenda werden, damit sie lernen und leben können, selbstständig und selbstbewusst. Um das zu erreichen, müssen wir ein Zeichen setzen. Engagieren auch Sie sich für gleiche Rechte und Chancen für alle Menschen mit Behinderung. Unterschreiben Sie selbst und werden Sie Botschafter der Kampagne Setz ein Zeichen. Jede Stimme zählt. Deine Unterschrift zählt. Mach jetzt mit auf www.setzeinzeichen.org. Eine Kampagne der CBM, Christoffel-Blinden-Mission. Gemeinsam mehr erreichen.